Grabla und herzlich willkommen zur Star Trek Wochenschau. Bevor wir anfangen, möchte ich mich herzlich bei einem von euch bedanken. Naras war so großzügig, mir einen Monitor zu schenken. Mit zwei Monitoren an der Wochenschau, den Recaps und Livestreams zu arbeiten, ist um einiges einfacher. Meinen herzlichen Dank. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal auf seinem Kanal vorbeischauen würdet, der natürlich in der Videobeschreibung verlinkt ist. Naras macht World of Warcraft und Hearthstone Livestreams. Vielleicht ist das ja was für euch. Mit Die Heiligen der Unvollkommenheit erschien am vergangenen Freitag die 5. Folge von Star Trek Discovery und erhielt überwiegend positive Kritiken. IGN lobt den spaßigen Nervenkitzel und die gelungene Optik, auch wenn sie sich abmühe, verschiedene Storyfäden zusammenzubringen und vergibt 7,9 von 10 Punkten. Dan of Geek attestiert der Folge den Fokus auf Teamwork, wissenschaftliche Neugier und humanistischen Optimismus zu legen. Die Heiligen der Unvollkommenheit sei aber auch eine Folge, die schon in der letzten Staffel hätte spielen können. Watcher vergibt 3 von 5 Sternen. Das Magazin kritisierte zwar gewisse Storywendungen, räumt aber ein, dass die Folge verdammt cool sei. Entertainment Weekly bezeichnet die Folge dagegen als eine seltsame Kurskorrektur und vergibt die Note C. Auch wird kritisiert, dass die Folge die übergreifende Geschichte wenig voranbringe. Ins selbe Horn bläst auch die New York Times, die Optik sei aber erstklassig. Auch die Charakterentwicklung verdiene Lob, es fühle sich aber nie an, als ob viel auf dem Spiel stünde. Auf Rotten Tomatoes erhielt die Folge mit 92% positiver Wertungen bei einem Durchschnitt von 7,03 von 10 Punkten das drittbeste bzw. drittschlechteste Ergebnis der Staffel. Letzte Woche bestätigte Patrick Stewart, dass die neue Picard-Serie schon einen Titel habe. Er verriet uns aber nicht, wie der lautet. Das übernahm Seneca Martin Green in einem Interview mit Larry King, die ziemlich beiläufig erwähnte, It's going to be called Picard. Sie wird Picard heißen. Ob die Serie wirklich einfach nur Picard oder doch Star Trek Picard heißen wird, ist bislang noch unklar. Die Enthüllung kommt jedenfalls überraschend. Erst vor wenigen Tagen sagte Patrick Stewart, ihm sei verboten, über Details der Serie wie den Titel zu sprechen. Es besteht also durchaus die Chance, dass Seneca Martin Green etwas herausgerutscht ist, was eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Nachrichten über neue Star Trek Serien reißen nicht ab. Gleich mehrere amerikanische Magazine berichteten, dass eine der angekündigten animierten Star Trek Serien ein Zuhause gefunden haben könnte. Und zwar nicht auf CBS All Access. Eine kinderfreundliche Animationsserie befindet sich offenbar in Planung und soll auf dem Kabelnetzwerk Nickelodeon erscheinen. Produzent Alex Kurtzman sagte schon im Januar, dass eine neue Serie jüngere Zuschauer erreichen sollte. Über einen möglichen Plot ist noch nichts bekannt. Die Geschichte soll aber aus der Feder von Kevin und Dan Hagemann stammen, die vor allem für ihre Arbeit an Ninjago, Master of Spin Jitsu und The Lego Movie bekannt sind. Eine offizielle Bestätigung für die neue Serie steht noch aus. Es wäre nach der 2020 startenden Star Trek Lower Decks aber die zweite Animationsserie unter der Leitung von Alex Kurtzman. Zachary Quinto hofft immer noch auf einen vierten Film im Reboot-Universum. Gegenüber Slashfilm sagte er zwar, dass es im Moment keine Pläne für den Film gibt, aber er würde ihn sehr gerne drehen. Das Franchise sei während der letzten 10 Jahre ein Anker seines kreativen Lebens gewesen und er würde sehr gerne zu seiner Star Trek-Familie zurückkehren. Zuvor äußerten auch John Cho und Carl Urban ähnliche Gefühle, nachdem der Film wegen gescheiterten Gehaltsverhandlungen mit Chris Hemsworth und Chris Pine auf Eis gelegt wurde. Eine gute Nachricht für CBS, der hauseigene Streamingdienst All Access hat nach Aussage von CEO Joe Iannello frühzeitig sein Ziel von 4 Millionen Abonnenten erreicht. Die beiden Dienste des Netzwerkes Showtime und All Access kommen zusammen auf etwas über 8 Millionen Abonnenten. Schlüssel zum Erfolg seien vor allem Eigenproduktionen. In dieser Hinsicht sei das Jahr mit der zweiten Staffel von Star Trek Discovery vielversprechend gestartet. Neues Ziel sind nun zusammen 25 Millionen Abonnenten für die beiden Streamingdienste bis 2022. Derweil kann auch die neue Discovery-Staffel eine gute Leistung in den Streaming-Charts vorweisen. In der vergangenen Woche erreichte die Serie 4,34 Millionen Menschen und damit mehr als je zuvor. Geschlagen wird sie nur von The Big Bang Theory mit gut 7 Millionen Zuschauern. Mit Diplomatic Relations hat Potemkin Pictures einen weiteren Fanfilm veröffentlicht. Darin begleiten wir Captain Gabriel und die Crew der Deimos auf schwierige Friedensverhandlungen. Der knapp 9-minütige Fanfilm ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Letzte Woche bekam Axana ein Comic, diese Woche gleich ein Computerspiel. Die Fan Axana ist ein weiteres Fanprojekt zum Fanfilm und lässt uns ans Steuer der USS Ares. Das kostenlose Browserspiel im Arcade-Stil erinnert etwas an den Klassiker Asteroids. Geordi LaForge-Darsteller Lever Burton könnte bald eine große Ehre zuteil werden. Ein kürzlich neu gestalteter Park in Sacramento, Kalifornien soll nach ihm umbenannt werden. Bisher heißt er Richfield Park, benannt nach der nahegelegenen Richfield-Straße. Geordi LaForge Park ist definitiv eine bessere Wahl. Findet ihr Picard als Seriennamen gut und habt ihr noch Hoffnung für einen Kinofilm?